Ich weiß gar nicht, wo man hier in dem Spiel die tatsächlich die roten Steine herkriegt. Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache. So. Und auch, guck mal, Bruce Banner und Mr. Fantastic. Boah, das ist auch so eine schöne Konstellation. Ich hoffe, das sehen wir auch im MCU. Wer will auch schon einen Freefalls bei sich haben? Stimmt, das ist bestimmt teuer. Das ist überhaupt richtig abzuspringen. Oh, ist gut. Kann der im Flug zum Hulk werden? Das wäre so lustig. Achso, ich bin ja jetzt. Nee, keine. Ey! Ich bin ja immer noch Mr. Hey, ich hab doch Okay, dann halt nicht. Also, ich zitiere nochmal, ich habe immer noch nicht rausgefunden, woran mich diese Musik erinnert. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, bevor ich den Stream gestartet habe. Aber ich habe es nicht rausgefunden. Ach, guck mal, ist ein roter Fleck. Ich denke mal, hier müssen wir hin. Oh, Tatsache. Oh, hey, Wolverine. East Village. Na cool, wir haben schon zwei Missionen und nicht mal zwei Stunden gezockt. Das ist doch schon mal eine gute... Oh. Ich hoffe, wir heute das Spiel, wer weiß. Wer heute, wer auf jeden Fall eine coole ist. Roxxon ist der weltweit unangefochtene Marktführer in Sachen Energieproduktion. Man sagt, das Kraftwerk, das sich unweit von New York befindet, enthalte eine Art Versuchsreaktorkern. Das ist die böse Firma in Marvel, Roxxon. Und die ist ganz selten mal in Serien und Filmen irgendwo im Hintergrund. Atomkraftwerk stilllegen. Und das ist zum Beispiel auch bei She-Hulk ganz oft jetzt gewesen. Es kann auch sein, dass das noch eine große Sache wird. In Loki sah man das sogar kurz. Mastermind? Wer ist der Mastermind? Das Szene, die dazu. Hulk, schreit, Moselady! Hulk, Vorsicht! Sie ist nationales Kulturgut! Und ihr Hut hat gefährliche Spitzen! Und in, hier. In Iron Man sah man das auch schon. Also so ganz selten zwischendurch sieht man mal so Schriftzüge davon. Ah, jetzt sind wir in Roxxon. Da bin ich mal gespannt. Immer besser. Das ist übrigens geil, ich hatte jetzt auch wieder sowas gelesen mit dem Thema, dass die ja nicht aufhören bei Marvel und die hätten da endlich mal aufhören müssen und so. Aber nicht im Sinne von dieses klassische, ja, wird halt schlecht, sondern nach dem Motto so, ja, eine Story ist doch irgendwann mal auserzählt und warum man sich immer wieder neue Sachen ausdehnt. Und ich denke mir so, Moment, aber die sind, und besonders die Person meint schon so, auch bei Star Wars halt wurde als Vergleich gesagt. Und die Person meinte dann so, ja, Star Wars fällt seit Anfang an. Und ich denke mir so, aber selbst damals gab es zig Comics jeden Monat. Und... Kann ich das hier raushalten? Ja. Und, also wenn man Fan ist und alles verfolgt, dann weiß man doch, dass so viel anders das gar nicht ist. Beziehungsweise auch bei Marvel und so. Das läuft jetzt schon teils, die Sachen laufen jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit wann gibt es denn die ganzen Marvel-Sachen? Seit den 40ern? Seit den 30ern? Also in den 40ern gab es ja schon Captain America und so. Also jetzt auch wirklich. Und... Was passiert, wenn der Hulk stirbt? Kann er überhaupt... Hier kann er auch nicht sterben. Und seitdem werden halt auch teils die Geschichten von damals immer wieder fortgesetzt, so. Und sich dann zu beschweren, dass das halt genauso bei der Adaption, oder nicht Adaption, aber halt bei der Realverfilmung so gemacht wird. Hä? Und das sind ja Geschichten, die gibt es ja schon. Das ist ja... Das ist ja nicht so, als würden die so sagen, ja, überlegen, also natürlich, die überlegen sich auch immer wieder das, aber das beruht ja alles immer auf Storys, die es ja schon gibt. So. Nur halt anders ausgelegt. Tut mir leid. Ich musste einfach zuschnappen. So. Gut.
Was? Manche Leute... Also ich denke mir aber auch immer so, ja, dann guck es doch nicht. Was ist das jetzt für ein Problem, das einfach mal nicht zu gucken? Manchmal wünschte ich, ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Wie du. Ich verstehe das so, dass man so sagt, ja, man muss total viel gucken. Ja, aber dann guck es nicht. So. Das ist halt das Konzept an der Sache. Also in der Theorie könnte auch Wolverine da rein. Aber nicht in der Praxis. Ich habe eine Theorie für alles. Der hat ja auch Regeneration. Schwache Konstruktion. Manche Leute tun immer so, als würde es auch nie was Neues geben. Ich habe auch immer wieder Diskussionen mit Leuten, die sagen, es gibt nie was Neues. Und besonders auch bei Pixar, weil jetzt zum Beispiel ja auch wieder hier eine Cars-Serie angekündigt wurde. Und die so, ja, die suchen, die denken sich auch nie mal was Neues aus und so. Und dann habe ich so gesagt, hey, die letzten Filme waren nie was Altes, das war immer was Neues. Nur weil, und dann so, hä, die kenne ich ja gar nicht und das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Dann so, ja klar, das was mit dem zu tun, wenn du irgendwas sagst und ich sage, nein, das stimmt nicht und habe hier ein Beispiel, warum das nicht stimmt, kannst du doch nicht sagen, ja, das hat nichts damit zu tun. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die meisten einfach nicht sich mal angucken, was es abseits dieser Sachen gibt, die gehypt werden. Es gibt so viele neue Filme in einem Jahr. Nur die meisten wollen die halt nicht gucken oder, ja, ist denen halt egal, so. Viele haben halt starke regenerative Fähigkeiten. Aber, ja, theoretisch auch, aber nicht so stark, ne? Mir ging es jetzt darum, weil er halt nicht in die Säure konnte, aber im Prinzip, er wird ja dann auch zersetzt, wenn er zersetzt wird, da kann er ja auch nichts mehr machen. Aber Hulk halt nicht. Hulk wird halt direkt. Ja. Jetzt schon wieder. Ich verstehe das nicht. Wie kann das die Hand einer Metallstatue verbrennen? Ich habe da so meine Theorie. Ach, mir eigentlich egal. Das wird ein bisschen knifflig. Wir müssen Pizza. Denn für Pizza? Lass es dir auf jeden Fall schmecken. Ich weiß noch nicht, was ich mir später zu essen mache. Also Tortellini gibt es morgen den Rest. Dann mal gucken. Ich mache mir später einfach Börek oder sowas. Fertigdinger. TK mit Schinken. Es gibt doch Leute, die kaufen die mit Schinken. Ich denke mir jedes Mal so, boah, Schinken ist so langweilig. Sorry, wenn ich das so sage, aber ich weiß, ich finde Schinken echt langweilig. Weil das sehe ich immer und denke mir so, oh ja, Schinken, aber nur Schinken? Und dann hole ich mir lieber so eine Speziale oder sowas. Aber tatsächlich, ich kenne niemanden, der Schinken isst. Also schon Schinkenpizza isst, aber halt nicht sich jetzt speziell so sagt, okay, ich kaufe die jetzt so. Krass. Schinken klingt Schweine. Stimmt, das ist einmal Schwein, ne? Aber Schinkenpizza selber machen ist, glaube ich, eher so ein Ding, als eine TK-Pizza Schinken kaufen, ne? Krass. Also ohne Scheiß kenne ich wirklich niemanden so. Wenn er nur auf Pizza so selber macht. Aber das ist auch sowas wie Pizza mit Nudeln. Kenne ich auch niemanden, der sowas isst.
Meine Lieblingssorte war früher immer Pizza mit, hier diese Viererlei-Pizza, die vier Jahreszeiten. Die habe ich jetzt wiedergefunden, aber leider nicht von der Marke, wo wir die sonst mal gekauft haben. Das nahm ich jetzt nicht aus technischen Gründen nicht nennen will. Überlege ich die noch mit Salami? Hast du Pizza mit Nudeln? Ja. Also ich will jetzt auch nicht, ich will das jetzt auch nicht absprechen, nur ich kenne halt niemanden, der sich die holt. Halt, ne? Die noch nie mit Nudeln gegessen, aber ich bin auch so generell kein großer Nudelfan. Also ich esse Nudeln, ja, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir sage, so ja, muss ich haben. Ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Wie oh, du. Ja, toll. Ey, was soll ich denn machen? Hallo? Ja, jetzt hab ich dafür Geld verloren, wegen so einer Kacke hier. Aua. Hulk ist tot. Okay, der Hulk kann sterben anscheinend. Brennstäben oder was auch immer das ist. Achso. Wolverine. Ich wüsste gar nicht, welche TK-Pizza ich so, also jetzt so von diesen klassischen Sachen, wo ich jetzt sagen würde, die hole ich mir sonst auch nicht, weil eigentlich esse ich so alles. Das ist halt wirklich eigentlich nur Schinken. Ja, okay, vielleicht noch sowas wie heißt das hier? Die glutenfrei oder so, aber das ist ja auch eher so Spezielleres. Was sonst? Gar keine Ahnung. Also die Spezialsorten dann auch, wenn dann eher weniger, aber meist, weil die halt teurer sind. Und Salami-Pizza so langweilig. Alleine, ja. Also es geht manchmal, ja, aber ich finde, zum Beispiel gibt es so eine TK-Pizza mit Salami, Pesto, Tomaten und Mozzarella. Das ist ganz lecker. Ja, und halt sowas wie diese scharfe Pizzen oder ja, Speziale. Aber so alleine Salami-Pizza. Ja, okay, die kaufe ich auch nicht. Salami-Pizza alleine kaufe ich auch nicht, stimmt. Gibt's ja auch noch. In den vier Jahreszeiten war früher richtig cool, weil da hattest du halt Salami. Also vier, so vier Ecken waren das. Da war Salami, Spinat, Pilze und Thunfisch. Die waren da. Weil du auch von jedem etwas hast. Und die gibt's aber nicht. Sonst esse ich alles Mozzarella. Ja, okay, Margarita hole ich mir auch nicht. Stimmt, das hole ich mir auch nicht, weil das ist meiner Meinung nach die langweiligste Pizza, wenn es die, also wenn es um die ganz klassische, also die, ich meine jetzt einfach nur Käse und was soll der Scheiß hier? Lass mich doch das Spiel spielen. Da, ich laufe jetzt ganz normal. So, danke. Boah, geht mir das auf den Senkel hier. Danke. Selbstbeleg oder bestelle Bolognese, Salami, Paprika, scharfe Patrone plus Brot und so weiter. Und so weiter noch? Okay, krass. Also wenn ich Pizza bestelle, ist das unterschiedlich. Das ist eigentlich eher sowas, worauf ich gerade Bock hatte. Ich hatte letztens aber so eine mit Dönerfleisch. Die war lecker. Kann ich absolut empfehlen. Besonders wenn ihr mal so, weiß ich nicht. Wie so ein bisschen was, so, also meist Pizza so ein bisschen herzhafter esse ich so in letzter Zeit gern. Also so ein bisschen, ich sag mal sowas, ja, so schon so Fleisch halt drauf ist oder so. Ja, und sonst halt, ja, Tono ist meist so. Und dann halt noch was extra drauf oder so. Ich hoffe, der Geldbeutel ist. Ja, nein, ist ja alles gut. Ich finde das nur gerade interessant, so, weißt du? Find interessant, wie manche Leute bestimmte Sachen haben. Wieder geht unter. Geht unter? Kann man es ja auch. Nee, das ist auch lecker. Nee, bei Pizza gibt es keine falschen Antworten. Auch wenn Leute
Auch wenn Leute euch das eintrichtern wollen, nein, es gibt keine falschen Antworten bei Pizza. Du wirst Hunger, danke, bitte. Sehr gerne. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Was der... Ich zerstampf dich mit diesem kupferplattierten Schuhwerk. Vertreibende. Unten, wollte ich gerade sagen, der Lego-Figur ist unten. Lass los! Offen. Hey, wir sind in der Statue. Schon lustig, da lebe ich jahrelang in New York und war noch nie hier drin. Wie wär's mit einer Führung? Ah, versteht ihr, weil er ein X-Men... Ich weiß gar nicht, machen die Referenzen auf X-Men? Wir beginnen jetzt mit dem Angriff. Beziehungsweise, also dürfen die das? Weil die Figuren sehen ja auch nicht aus wie ein X-Men. Obwohl Wolverine hat tatsächlich einmal diesen Anzug, aber nicht an. Der wurde in X-Men... In Wolverine Weg des Kriegers wurde am Ende in der Szene reingepackt. Ich glaube, die war auch früher... nicht zensiert. Wie nennt sich das hier? Die war auch früher, glaube ich, gar nicht im Film drin. Die wurde aber später, glaube ich, wieder reingepackt. Harald? Ja, fast. Geht so in die Richtung. Wie wollten wir nochmal hier den, wie heißt der hier? Den Glumanda nennen? Was war das? Rüdiger, ne? Rüdiger. Hä? Ach so, der kommt damit weiter. Ich dachte, der kommt dann hier hoch. Nee, der kommt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir den Hulk hier hochkriegen. Ja. Noch das Geld vollkriegen. Obwohl das eigentlich egal ist, wir spielen die Level ja eh alle noch doppelt und dreifach, aber... Wenn eh schon hier ist... Nicht! Siehst du jetzt da wieder durch den... Ach so. So. Bin ich noch synchron? Funktioniert noch alles? Ich hoffe doch. Aha. Boah. Jetzt kommt noch Storm gleich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Missionen noch da sind, aber so ein paar. Da bist du. Danke dir. Abends esse ich immer Schwarzbrot mit Aufschnitt. Macht gut satt. Wisst ihr, was eine mega skurrile Sache ist? Das ist so eine... Vielleicht kennt ihr das auch. Weil meine Oma das halt... Da unten haben wir noch gar nicht abgespeichert. Es gibt Leute, die essen Schwarzbrot als Belag. Also zum Beispiel auf Stuten. Er isst die auf Stuten eine Scheibe Schwarzbrot mit Butter und so. Also Butter kommt runter und dann kommt halt Schwarzbrot drauf. Das ist skurril. Meine Oma hat das zum Beispiel gegessen. Aber so kenne ich gar keinen, der das isst. Verrückt. Ich glaube, das ist halt so eine Sache, die man früher gemacht hat. Butter war ja auch früher eher so... Butter wurde ja früher anders irgendwie gegessen. Also, oder nicht anders gegessen, aber halt, Butter war früher schon sowas. Butter war im Prinzip früher so auch Belag auf Brot. Halt. Weißt du, was ich meine? Also, das wurde halt, wie wir heute einfach, weiß ich nicht, irgendwas anderes draufstreicht, also Butter und dann was draufstreicht oder drauf machen, war früher halt das eher so, dass halt gesagt wurde, ich mache mir entweder eine Scheibe Wurst oder Butter drauf, so. Machen viele nicht nur Omas? Also ich kenne das nur von alten Leuten, aber krass. Also weil ich kannte das auch von meinem Onkel und der Frau von ihm und
So andere, also ich kenne auch keinen so im Freundeskreis und davon die Eltern halt auch nicht. Immer wenn ich das so sage, heißt das so, nee, kenne ich nicht. Oder das heißt dann so, ja, die Großeltern machen das, aber sonst. Vater ist heute noch Schwarzbrot mit Butter und dann Salami drauf. Ja, das ist ja was anderes. Das esse ich auch. Also, obwohl ich kein Schwarzbrot esse. Selten. Also habe ich schon ewig nicht mehr. Also ich meinte jetzt auch nicht nur, dass das nur alte Leute ist, aber ich kenne das halt nur von alten Leuten. So meinte ich das. Ich will jetzt hier nichts irgendwas verallgemeinern, so. Vielleicht ist das ja auch so eine, ich sag mal, eine kulturelle Sache, sagen? Also, dass das in manchen... Hui! In manchen Gebieten wohl noch so gemacht wird. Wer weiß. Ja, ich weiß, aber da oben ist was für dich. Danke. Oh, ist das heute wieder schön. Manchmal glaube ich, das Spiel macht das extra. Schön ist auch, wenn wir hier runterfallen, können wir noch einen Großteil des Levels nochmal neu machen. Ist da links ist das eine Abkürzung? Sehr schön gewesen. Meine Oma hat das auch so vergessen. Oh, okay. Skurril. Pass auf, Roter! Das war ein bisschen zu knapp. Ist das dann mit Brot oder so? Ich glaube, sie hat das immer mit Stufen. Ich bin mir jetzt aber... Nee, Schwarzbrot ist sie. Ah, das ist um, dass der Hulk hochkommt. Okay. Aber mit dem Altenheim und Schwarzbrot als Auflage kann ich auch nicht. Okay. Warte mal, ich google das mal. Da steht ja da irgendwie sowas, dass halt in, wie ich meinte, dass vielleicht in bestimmten, weiß ich nicht, Bundesländern, Städten so, dass so eine Sache ist. Schwarzbrot. Gib einfach mal Schwarzbrot ein. Schwarzbrot-Torte, schön. Wikipedia. Schwarzbrot steht für Roggenbrot, rheinisches Schwarzbrot, Mischbrot und Pumpernickel. Hä? Moment. Was ist denn jetzt das Richtige? Nee, ich suche Schwarzbrot. Ich suche nicht... Hä? Das heißt doch Schwarzbrot, oder nicht? Schwarzbrot als Soßenbinder, Beilage, Puppeneinlage. Ich packe mal sowas wie Aufschnitt. Jetzt schon. Oh. Geht. Auflage, so wie gesagt. Und das Schwarzbrot auf Brot. Wie bekomme ich Schwarzbrot schwarz? Unterschied zwischen Schwarzbrot und Graubrot? Was macht Schwarzbrot aus? Ja, also ich finde jetzt tatsächlich nur Rezepte und sowas. Der deftige Klassiker. Auch ein Rezept, ne? Hier ist ein Shop. Komisch. Schwarzbrot und Butter nochmal, manchmal auch noch Salz drauf. Ja, also so Brot und Salz kenne ich halt auch. Also das kenne ich nicht nur von Schwarzbrot, das kenne ich aber auch generell. Gesalzene Butter ist aber auch generell eine richtig geile Sache, so. Damals hatten wir manchmal von jemandem, was war das? Das war Walnussbrot. Das war lecker. Und das zusammen mit gesalzener Butter, boah, Hammer.
dich. Vielleicht mal, wie viele Level das hier noch sind. Vielleicht kriegen wir heute alle hin. Auch wenn wir ein bisschen länger machen. Ich weiß nicht, wie lange ihr heute hier seid. Jetzt gibt es ein Altenheim Brot ohne Rinder, muss ich abschneiden für die, die keine Zähne besitzen. Also ich kenne das auch, was, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Also ich kenne auch Leute, die im Altenheim arbeiten oder gearbeitet haben, und irgendjemand hat mir auch erzählt, dass bei denen es sehr oft halt Kekse gab, die aber so in Kaffee halt reingepackt wurden, bis da so eine Pampe gab. Und die haben das dann gekriegt, also es war wohl auch nicht so schön. Der ist doch jetzt nicht runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Bei Nordsee gibt es warmes Baguette. Ich kenne das jetzt so mit Brot, aber ich glaube, Walnuss generell so in so Sachen. Aber ich glaube, Brot gibt es halt auch echt viel. Ich finde auch interessant, so Brot mit Kartoffelstücke oder so drin. Das gibt's auch. Auch richtig lecker. Ist auch nochmal so ein bisschen. Obwohl, so herzhaft ist das gar nicht. Das ist aber. Das ist gut. Ein Keks im Bach. Ja. Obwohl, also ich finde das persönlich manchmal lecker, so mit Lebkuchen und Kakao, aber weiß ich nicht. So, ich glaube, jetzt kommen wir zum Kopf. Ja, das Geld haben wir schon voll, ne? Ich glaube schon. So. Seid gegrüßt. Ich bin der Meister der Gedanken. Nennt mich einfach Mastermind. Ich habe die einzig wahre, unschlagbare Mutantenkraft, um eure Gedanken zu kontrollieren. Also ich kenne ihn hier aus dem Spiel, aber ich weiß nicht, kennt man den woanders nachher? Ein primitiver Geist, so leicht zu kontrollieren. Nein, ihr könnt mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Logan, Mastermind lässt dich glauben, wir seien deine Feinde. Du musst dich wehren. Müssen wir jetzt gegen Wolverine? Okay, dann müssen wir ihn umbringen. Auf. So. Ach, guck mal, dann kommen auch Sabertooth. Ja, der sieht, glaube ich, wie er hier die Adamantium-Krallen bekam. So sieht das für mich aus. Hallo. Der trifft ihn doch. Ich mach doch den Stick nach links. So. Nee, hä? Das, als ob das nicht getroffen. Hallo? Jetzt? Hä? Wieso? Okay. Passiert. Bist du okay? Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. Ich bin gestorben, warum auch immer. So, nächste. Vielleicht erweist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Und wieder die alte Kamelle. Du musst kämpfen, Richards. Zurück, weg von mir. Was ist das für Vieh? Ja. Was ist denn das für die Kui? Das sind diese Alien-Viecher. Achso. Man muss sich da befreien.
Triff ihn doch. Boah, jetzt ist der schon so groß. So, endlich. So. Ich hab nicht... Was ist passiert? Er hat mein Gehirn gesteuert? Da. Moment! Der Hulk ist ein Mann doppelten Geistes. Beide werden sie mir gehören. Ah, das ist da, wo der zum Hulk wurde. Mal gespannt, ob die irgendwelche Szenen noch in dem Film nehmen, in She-Hulk nehmen werden oder generell nehmen werden, wo, wo es dann um das Thema geht des... Ach, guck mal, jetzt ist er zu Banner geworden. Das sieht auch echt nicht gut aus. Wie heißt... die dann halt mit Edward Norton's Hulk dann umkehren, so. Also wie die das halt vermischen wollen. Weil der Edward Norton hat ja den Hulk gespielt in dem ersten Hulk-Film. Oh, der ist auch gerade so ein Bashing, dass er ja ein viel besserer Schauspieler ist und viel besser war und bla bla bla. Ich weiß doch... Bevor der ganzen Sache mit Smart Hulk bzw. Professor Hulk wurde immer gesagt, dass Mark Ruffalo viel besser ist. Und jetzt ist dann ein anderes Rumbashing, aber das ist halt immer wieder. Ist ja sowieso immer irgendeine andere Sache. Nein, ihr. Ich werde euch alle unter meine Kontrolle bringen. Ah! Ja, ist ja. Ah, Schau, da unten. Magneto hat den Reaktorkern freigesetzt. Oh. Reaktorkern. Ja, wir waren ja in so einer Anlage. Okay, aber warum nicht? Ach, guck mal, man kann sogar als Liberty spielen, Lady Liberty. Level haben wir noch? Ich guck mal. Noch. Ja. Glaube ich. Also, ich glaube, das ist Taking Liberties, sieht's, denke ich mal. Glaube ich. Bisschen. Oh.